Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns hier auf diesem Kanal. Und wir sind gerade auf dem Weg zu Ikea, beziehungsweise Baby One, wir wissen es nicht ganz genau. Also, man sieht aber im Hintergrund, dass ich fahre. Sieht lustig aus. Ja, wir fahren zu Ikea, ein bisschen was gucken für die neue Wohnung. Ich war letzte Woche alleine da, aber wollte jetzt Felix noch ein bisschen was zeigen, was ich so gefunden habe. Und wegen Badezimmer und so wollten wir gucken. Ja. Dann wollten wir schauen bei Baby One. Wir haben heute Morgen schon an der Wohnung gearbeitet und euch da auch schon mitgenommen für den vierten Bauvlog. Also da könnt ihr gucken, was da passiert ist, heute Morgen passiert. Und jetzt haben wir es schon 14 Uhr und wir beeilen uns, weil mein Vater kommt gleich von der Arbeit und dann wollen wir weiterbauen an der Wohnung oben und heute noch relativ viel schaffen, aber da nehmen wir euch dann mit in den Baustellenvlog, genau. Aber jetzt wollte ich einfach mal so ein bisschen mitnehmen zu Ikea, ich glaube das ist ganz cool, und zu Baby One. Mist! Was vergessen. Ja, aber genau. Wir zeigen euch das Babyzimmer mal. Das ist von Paidi. Paidi. Und für uns war von Anfang an klar, es wird ein Paidi-Bett, Paidi-Kinderzimmer, genau. Und jetzt habe ich das bei Baby One letzte Woche gesehen, als ich da war. Und mir gefiel das so gut. Und es war auch ein unschlagbarer Preis. Aber wir zeigen euch das gleich mal. Ich hoffe, das ist überhaupt noch da. Das ist ja auch immer so die Frage. Aber das zeigen wir euch. Und dann wollte ich Felix nochmal die Bettwäsche zeigen, die ich unbedingt haben möchte. Die ja leider bei Baby One komplett ausverkauft ist. Und im Internet überall so teuer ist. Ja, aber wir schauen mal. Ich zeige euch das alles. Und genau, wir nehmen euch da einfach so ein bisschen mit. Leute, wir haben es gesagt. Wir sind da. So, wir werden jetzt mal schauen bei Ikea. Und euch die Sachen zeigen. Und Hotdogs essen. Oh ja. Deswegen sind wir hier, stimmt. Ja. Aber besser als ein Furnier am Tisch, weil da kommst du einmal dagegen und bröselt das hier ab. Aber du siehst ja, die Maserung geht ja durch. Das ist ein Teil von hier. Teilmassiv. Das ist gut. Und ich finde es so schön. Ja. Na ja, gut, dann. Das hat ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, ist zu sprechen noch nicht. Weil das ist Lagerware, denke ich mal. Ne? Ja, ich denke auch. Ja, Leute, es wird ein großer Esstisch, damit meine ganze Familie essen kann. Na gut, das wird sogar schon knapp bei dem Tisch. Aber kriegen sowas auch. Der ist vielleicht auch schon größer. Und hinten ist ein Hellsitz oder Standard? Eins und Bein. Ja, wir schauen. Ab in der Baby-Ecke. Achso, warte, ich kann dir zeigen. Warte, warte. Hey, wo ist denn jetzt der Bär? Schätze, wo ist der Bär? So, oben sind wir fertig, ab geht's da unten. Ich finde diese Fotos, diese Bilder so schön, ne? Aber wir haben gar keinen Platz dafür, ne? Nee, ich finde immer so Fotos von irgendwelchen Dingen, die du gar nicht selber fotografierst, ist immer doof. Ah, da fotografiere ich selber. Oh, ciao. Auch hier ist ein Ort zu klein. Ja. Und ist echt schön. Und so eine Badewanne? Oh, guck mal, hier so in die Dusche wäre doch genial. Wo man so schön reingehen kann. Ne? Mhm. Warum gibt es hier eine Tür im Klo zum Klo? Eine Tür im Klo zum Klo. Das mag ich nicht. Das vielleicht noch? Ja, das ist ganz schön. Das. Das Ding musst du mal schauen, ja. Das ist der Spiegel bestimmt, ne? Ja. Mhm. Genau, für unten, für oben wollen wir ja ein bisschen mehr ausgeben, ne? Also, das ist ja okay. Das geht sogar noch. Was kostet das? Ich finde das voll schön. Mein Hemd ist schon wieder, ne? Das ist aber auch voll teuer für Hemd. Aber das gefällt mir total gut, Schatz. Also, außer der Spiegel. Aber das? Ich finde das, Oder das? Das ist schön. Das hängt unten. Da steht auch so hässlich Wein. Na gut, okay, das stimmt. Tati, das hängt unten. Was ich dir letztes Mal gesagt habe, für 200 irgendwas, oder? Mhm. Ja. Das reicht ja für unten. Für Gästebad? Ja, das würde reichen. Aber das sieht irgendwie auch so einfach aus.
Das ist ja auch einfach so, eine, so, was Ralf gesagt hat, einfach sowas hier nehmen. Ne? Und dann unten einfach einen ganz normalen Schrank einbauen. Ja. Hast du so großen Hunger? Sind sie überhaupt 5? Hast du 4? Ja. Der hat großen Hunger, der Mann. Ja, wollte auch nichts gegessen. Die Kohlsuppe noch nicht so geschmeckt, ne? Doch, die hat geschmeckt, aber... Ja gut, ich hab hier einen. Mein kleinen armen Hotdog, der jetzt verspeist wird. So, ab zur Baby One. So, Baby One, Baby One. Das heißt, ich muss dir erstmal zeigen, was für süße Sachen es hier gibt. Schau mal. Ich wurde letztens. Oh nein, die Overwalls sind zum Ausverkauft. Den gab es letztes Mal in Holz Overwall. Ja? Ja, und die Jacken sind so süß. Ich liebe einfach Walk-Stuff. Oh mein Gott. Und schau dir mal diese Sachen an. Ja, aber das haben wir bei Donuf, ne? Oh. Gibst du Donuf? Hier habe ich auch, guck mal hier, ich konnte fast nicht dran vorbeigehen, ne? Ich konnte mich nur ganz knapp zügeln. Hier haben wir. Ja, oh guck mal, ich konnte mich nur ganz knapp zügeln, ist ja nicht süß. Das ist stimmt, aber... Und diese Jacken auch. So süß. Und Nobbies. I'm so in love. Was? Hast du gesagt? I'm so in love. Ich habe irgendwie was gehört, was ich nicht hören wollte. Oh, guck mal, hier sind Still-BHs. Hoch? Gehen wir zu Fuß? Ja, ne? Wir sind fit wie ein Turnschuh. Wir sind mit fit. Auto wollte ich nicht fahren. So, mein Lieben, hier ist das Babyzimmer. Ein Paidi-Babyzimmer mit Babybett. Wickelkommode, extra große Wickelkommode. Und Kleiderschrank. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir das nehmen oder nicht. Das ist gut. Oh, ich habe eine Nachricht. So, wir essen ein Eis. So, wir haben das Kinderzimmer gekauft. Und wir haben noch gekauft ganz viel anderes Zeug. Er macht den Auto auf. Den Auto auf. Machst du den Auto auf? Zeigst du, was wir gekauft haben? Nee. Zeigst du nicht, was wir gekauft haben? Wir kaufen nichts. Wir haben nichts gekauft, ne? Nein. Wir haben gekauft einen Heizstrahler. So, pack die teuren Spucktücher rein. Mit Fuß und Spucktücher. Die 500 Euro kostet er. Einmal so lässig Spucktücher. Aber seht ihr alles im nächsten Haul. Auch nochmal. Und das Kinderzimmer. Hier ist die Rechnung. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Kinderzimmer haben wir gekauft. Und auch den Heizstrahler und die lässig Spucktücher. Die waren nämlich im Angebot. Da haben wir direkt zugeschlagen und jetzt habe ich gerade noch die Wäsche ein bisschen gemacht hier und Felix ist jetzt nach Hause gefahren. Er muss morgen nämlich in die Berufsschule und fährt immer nach Hause, denn weil er von hier sonst 1,5 Stunden zur Schule fahren würde und das will er morgens um 6 nicht, kann ich auch verstehen. Deswegen ist er jetzt zu Hause und ich würde mich jetzt auch hinlegen, weil ich ganz schön geschafft bin, kaum zu glauben. Aber ja, Videos schneiden und so mache ich morgen. Da habe ich jetzt einiges noch zu tun, aber das mache ich morgen. Da habe ich morgen schön was zu tun. Und im Zimmer habe ich gerade hier noch so ein bisschen aufgeräumt, ein paar Sachen wegsortiert. Und ich muss gleich nochmal drüben, beziehungsweise glaube ich, mache ich das auch morgen. Baby, also in meinem zweiten Zimmer, ich nenne es im Babyzimmer, ein bisschen was umsortieren und umräumen. Aber sonst habe ich hier ein bisschen aufgeräumt, Wäsche gemacht gerade und werde mich jetzt vielleicht auch hinlegen. Wir haben gerade noch gegessen und es ist auch schon, ich glaube gleich 8:30 oder so. Genau, hier ist mein Babybauch. Kleine Kugel, die man schon ganz gut sieht. Und genau, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen mit der Spieluhr, kann ich euch mal zeigen, die ist so süß, mit der Spieluhr ein bisschen... Kleine beschäftigen, da reagiert sie immer schon total gut drauf und genau die Spieluhr haben wir, die ist handgemacht und spielt Guter Mond, glaube ich heißt das.
Die kann ich euch immer in der Infobox verlinken, wo ich die her habe, weil ich finde die einfach so goldig. Und die ist immer hier bei uns im Bett und wird dann abends immer auf den Bauch gelegt. Die Kleine sich schon daran gewöhnt. Und genau, wie gesagt, ich werde mich jetzt hinlegen. Freue mich hier diesen Vlog morgen zu schneiden. Dann würde ich mir jetzt auch einfach verabschieden, euch einen ganz, ganz tollen Tag wünschen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!